Wunderschönen guten Morgen, meine Lieben. Willkommen zu Vlog Tag 2, Daily Vlog Tag 2. Wir haben heute Montag und ja, ich bin müde. Ich habe meine Haare noch nicht gerichtet. Ich habe sie irgendwie zusammen. Ja, komm her da, zeig her, was du hast. Komm her. Die Milli hat einen Karton entdeckt. Also der steht eh immer bei uns. Was hast du? Der ist leer. Die ist schon drin gesessen. Auf jeden Fall wünsche ich euch mit dem heutigen Vlog viel Spaß. Die Milli rennt nur im Windel rum. Na, setz dich hin. Soll ich dich wegschicken? Oh ja. Kann man das sehen? Muss ich ein bisschen. Ja, wir sind seit, also die Milli war wach um 5:45. Da wollte ich aber noch nicht aufstehen. Da habe ich sie nochmal hingelegt und dann hat sie geschlafen bis um 6:45. Also offiziell sind wir wach seit 6:30 so herum, ja. Oh Gott, ich bin müde. Ja, du stehst oben auf dem Karton, das wird nicht gehen. Ja, was wir heute tun, ich habe keinen Plan. Der Fabi hat heute wieder Training. Das Training beginnt heute für ihn offiziell. Ich muss dazu sagen, er hat jetzt oder will jetzt oder ist schon durch. Ich habe keine Ahnung. Er hat Verein gewechselt. Er war früher hier bei uns und jetzt ist er eben bei meinem Papa. Auf jeden Fall, also es hat ihn, es ist jetzt nicht so, dass es ihm nicht gefallen hat. Nein, es hat nur andere Gründe. Ab der U10 wird seine Mannschaft dann aufgeteilt und ja. Sagst du guten Morgen? Sag hallo. Sag hallo. Sag hallo. Sag hallo. Sag hallo. Und ja, deswegen hat er jetzt gewechselt. Und ja, ein paar Stunden später, die Milli hat schon. Hör auf. Da ist der Türknopf. Stopfknopf. Die Milli ist schon erwacht vom Mittagsschlaf. Guten Morgen. Komm. Auf jeden Fall haben wir. Also der Papa hat gekocht, ganz lecker, opala. Und zwar Resteln, weil wir haben gestern vergessen, das Fleisch rauszugeben. Kriegst du dann, okay? Warte kurz, du ein bisschen essen. Und zwar hat er Nudeln, Kartoffeln, Paprika, Speck, Eier. Und so sieht das aus. Mahlzeit, upsi, macht nichts, heben wir dann auf. Schmeckt's? Ja. Ist gut, gell? Und Kartoffeln sind auch dabei. Also das, so sieht das jetzt in der Pfanne aus. Es ist noch ziemlich viel übrig geblieben. Essen, ja. Und übrigens habe ich heute die Küche gemacht. Schaut mal. Wie der Mann die Küche wieder hinterlässt. Da hinten sind zwei Töpfe und ja. Ja, und ich bin ehrlich, ich glaube, wir werden jetzt bis um 5 nichts machen. Oder 4:30. Der Fabi hat Training, so sieht man mich besser, um 5 Uhr. Und da werde ich euch dann mitnehmen, also wenn wir losfahren. Und ja, also jetzt werden wir nur mit den Kids spielen und noch ein bisschen chillen. Übrigens hat der Papa eindeutig zu viele Nudeln gemacht. Die sind übrig geblieben.
Ah, die werden wir aufheben. Und ich werde mir hier eine Kartoffel schälen. Die ist schon gekocht und die werde ich jetzt essen. Ich liebe Kartoffeln. Aber das darf keiner mitkriegen. So, meine Lieben, sorry, dass es ein wenig dunkel ist, aber es ist so warm, dass wir die Rollo raufgegeben haben. Ich richte jetzt alles schon her für den Fabian sein Fußballtraining und ich zeige euch jetzt ganz kurz, was er heute anziehen wird. Und zwar sein Austria Wien Trikot mit seiner Hose, dann diese Knieschoner, die Stutzen, die passen gut dazu. Wir haben auch noch lilane, aber die passen nicht dazu. Dann seine Fußballschuhe, ich weiß, die haben am Tisch nichts verloren, aber jetzt fürs Video, okay. Und seine Trinkflasche und er ist mega stolz, dass er das dann gleich anziehen darf. Da fülle ich jetzt schon Wasser ein und gebe es dann in den Kühlschrank. Wir haben es jetzt 3:30, er hat zwar noch ein bisschen Zeit, das Training beginnt erst um 5, aber ich fülle aus dem Grund jetzt schon was ein, damit es später schön kühl ist. Ja, das ist heute sein erster Tag beim neuen Verein. Ich bin auch schon gespannt, was er dazu sagt. Aber gut, der Opa ist ja der Trainer, also wird es nicht allzu schlimm sein. Sein Cousin wird auch, also spielt auch bei ihm. Und ja, so, und bevor wir dann fahren, gebe ich hier noch Eiswürfel rein. Nur das Beste fürs Kind. Ja, also der Fabian ist schon mega aufgeregt und ich sehe fürchterlich aus. Also ja, die Küche sieht auch noch immer aus. Ich bin noch nicht dazugekommen. Na gut, ich hätte gesagt, wir sehen uns dann einfach im Auto wieder. So, meine Lieben, wir sind da und da ist der Fabian. Sein erstes Fußballtraining heute und er sieht richtig nice aus. Warum das erste? In der neuen Mannschaft und mal schauen, wie es heute so für ihn ist. Schauen wir mal, wo der Papa, also wo dein Opa ist. Ist noch keiner da? Oh ja, da hinten. Na, schauen wir hin. Hallo! Schatten. Der Fabian sieht richtig hübsch aus. Ich weiß, weil ich zum zweiten Mal dort hinten trainiert er. Und ja, ich bin schon gespannt. Auf jeden Fall wird das voll lustig werden, weil wir dürfen ja nicht dabei sein. Und wir gehen dabei spazieren. Und wir gehen nebenbei auch Pokémon sammeln. Wieder mal. Auf jeden Fall ist da gleich eine Arena und das wird mega cool. Und da ist eine Wespe. Komm! Trink nicht alles aus. So, meine Lieben, er ist jetzt abgeliefert und wir haben noch was schenken bekommen von meinem Papa, weil er ja keine Schienbeinschoner hat. Also in seiner Größe, die hätten wir ihn erst jetzt gekauft. Und jetzt hat er welche bekommen von Puma. Voll cool. Von meinem Papi. Meine Lieben, wir sind jetzt schon, oh, ich setze mich da einfach ins Bett, schon zu Hause. Wir haben es jetzt, ich glaube, 19 Uhr und wir haben jetzt noch immer 35 Grad. Wir waren währenddessen Fabi trainiert hat, der Fabi hat trainiert von 17 Uhr bis um 18.30 Uhr. Wir waren eben spazieren und der Luca durfte Pokémon spielen.
Die Millie ist auch noch herumgelaufen, wie eine verrückte Nudel in ihren Kleidchen. Ich glaube, das habt ihr kurz gesehen. Ja, der Fabi ist jetzt noch duschen. Die Millie ist schon im Land der Träume. War vorher natürlich auch noch baden. Nach dem Fabian geht der Luki. Und dann kriegen sie, ich bin ein bisschen aus der Puste und man sieht, ich glänze. Mir ist wirklich heiß. Ja. Okay, das Babyfon. Ah, sie wird sicher schlafen. Ja, nachdem alle im Bett waren, werde ich die wunderbare Dusche genießen. Und ja, also heute werden wir nichts mehr machen. Ja. Ich hoffe, euch hat mein heutiger Vlog wieder gefallen. Und ja, wir sehen uns morgen wieder um 17:30 Uhr. Tschüss!